Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute stelle ich euch die Top 5 Inhalte für die Stadt Wien vor. Wenn euch das Format gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, welche Stadt ihr als nächstes sehen wollt. Dann schaue ich mir da ein paar Inhalte an. Bleibt auf alle Fälle bis zum Ende dran, denn am Ende gibt es noch einen kleinen Bonus. Und an der Stelle auch direkt mal ein fetter Disclaimer. Ich möchte die Inhalte nicht ranken oder so, und ich möchte nicht herauskristallisieren, was jetzt gut und schlecht an dem Mod ist, sondern eher euch die einfach nur mal zeigen, weil es ist echt cool, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die uns das Spielen cooler machen, interessanter, uns neue Inhalte einfach kostenlos zur Verfügung stellen, und das wollte ich einfach nochmal kurz an der Stelle sagen. Dann viel Spaß mit dem Video. Dann starten wir einmal mit der Wien-Karte, mit Wien 1 und Wien 2. Beide Karten sind altbekannt, ich kann eigentlich nicht mehr darüber sagen, es kostet halt sehr viel Geld, haben aber einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Deshalb würde ich gleich sagen, gehen wir zum nächsten. Okay, dann machen wir direkt weiter mit einem Repaint für den Mercedes-Benz von MX200. Es gibt hier ganz viele, also ein Repaint-Paket mit ganz vielen verschiedenen Repaints von Dr. Richard, Gschwindl, Postbus und so. Und ich zeige hier gerade eins von Gschwindl, und das sieht halt wirklich extrem cool aus. Mit den Sitzbezügen, außen die Textur, das ist echt cool. Kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Und wir gehen direkt weiter zum nächsten Mod. Auf dem Platz 3 haben wir ein Repaint für den MAN Newline City. Genau, in Wien gab es ja für kurze Zeit einen Testbus von den NLC-Bussen. Und hierfür wurde auch direkt ein Repaint gefertigt, was echt wirklich mal wieder auch extrem cool ist. Fahre ich immer wieder gerne, und es steht sogar vorne Testbus oben. Ist sehr cool, mal so ein Eventbus fahren zu können, der jetzt nicht im Regelbetrieb mal da war, sondern wirklich trotzdem da war, aber nicht wirklich im Hauptverkehr tätig war. Genau, das war's mit der Nummer 3, und dann geht's weiter zu Nummer 2. Auf der Nummer 2 haben wir den MAN. Mit der Wien-Ausführung, so hätte ich ihn jetzt mal genannt. Er war letztes Jahr Teil des Adventskalenders auf der OMSI 2 Webdisk und ist wirklich super. Ist ein Standalone-Ding, du brauchst keinen Mod und du fügst ihn einfach ein und hast so einen wirklich geilen Bus noch von vor 10 Jahren aus Wien, und wirklich mit authentischen Stickern, Sounds und so. Ist wirklich einer der besten Mods für Wien und macht extrem viel Spaß, weil ihn jeder einfach spielen kann. Last but not least haben wir ein Repaint für den E-Citaro aus Hamburg. Es ist wieder so wie beim MAN ein Testbus-Repaint, wieder mit vorne Testbus, roten Sitzen und ja, gelben Stangen, halt klassisch, wie man das Wien kennt. Für den Zweitürer sogar, das Bonusfahrzeug des DLCs. Einen weißen, also sehr einfach gehalten, wie es halt bei so einem Testbus eher normales, mit nur weißer Farbe, und ist halt ein bisschen Logo. Was cool ist, ist halt, die Busse haben die Ausschreibung bei den Wiener Linien sozusagen gewonnen, und jetzt wird der Wien gerade auf diese E-Citaros umgestellt. Ja, und da seht ihr ein paar Einblicke. Ist halt ein typischer, hochqualitativer Hamburger Bus mit einem coolen Wien Repaint, und das ist auch sicher cool. Nachteil ist halt, dass man das Payword und des E-Busses braucht. Jedoch kann man dafür den Bus fahren, der sozusagen die Zukunft von Wien werden soll. Als kleinen Bonus habe ich ein paar Screenshots für Wien 3, einer Erweiterung, die gerade in Arbeit ist, und die soll wieder mal auf den neuesten Stand bringen von den Streckenverläufen und ein paar neue Busse hinzufügen und auch die Linie 31A zusätzlich hinzu.
Ihr seht hier gerade ein bisschen was. Und ja, das Ding ist aber noch in Entwicklung und es gibt derzeit auch noch kein Release-Datum dafür. Das wollte ich euch jetzt noch kurz am Ende zeigen. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Vielen Dank für die 200 Abonnenten. Ich wollte das als kleines Special-Video hochladen. Ich hoffe, es hat euch auch so gefallen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video oder auch im nächsten Livestream. Bis dahin. Ciao, ciao.